So, meine Lieben, wir sind zurück. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, landen wir jetzt in Kapitel 10. Wir haben Kapitel 9 echt am Stück durchgespielt, letzte Mal. Und das extrem, naja, ich würde sagen, ziemlich erfolgreich für meine Verhältnisse. Ich habe bloß die Befürchtung, dass die Scheiße hier mittlerweile immer schwerer wird. Und ich sag's immer noch, ich weiß noch nicht, ob ich das durchhalte und dieses Spiel zu Ende spiele. Wir werden sehen. Ich kam vorhin schon auf den Trichter zu überlegen, ob ich vielleicht auch Resident Evil gesagt meine. Ich meine The Evil Within 2 vielleicht spiele, falls ich das hier schaffen sollte. Liegt an euch. Liked dieses Video und zeigt mir damit, dass ihr mich leiden sehen wollt. So, wir starten. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Wenn ich diese Lache schon höre, will ich aufstehen und gehen. Kapitel 10. Die Werkzeuge des Meisters. Ach du Scheiße, was sind denn die Werkzeuge des Meisters? Mit was für Müll werde ich denn jetzt schon wieder konfrontiert? Erstmal mit einer Treppe. Zurück kann ich nicht. Nee. So, erstmal gucken. Hier, nachladen, was nachzuladen ist. Ich habe echt noch ganz gut Munition da. Ich bin erstaunt. So. Gut, ich komme hier nicht raus, ist klar. Aber das ist so wieder... Welcher normal denkende Mensch würde da runtersteigen? Außerdem ist euch mal aufgefallen, dass wir in The Evil Within... Wir gehen immer nach unten. Sonst verbessert mich. Aber sind wir irgendwann schon mal nach oben gegangen? Ich verhungere lieber im Flur. Sind wir irgendwann schon mal nach oben gegangen? Also außer mal in solchen Ebenen. Aber ich meine, wir müssen langsam noch beim Erdkern ankommen. Ja, wir müssen langsam die Schmelze einsetzen. Wie viele hast du getötet? Oh. Ruben. Meint er etwa Ruvik? Zahlen sind irrelevant. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Ja, das solltest du ja jetzt mittlerweile mitbekommen haben. Dass Ruben Ruvik ist, warum auch immer. Aber nur der Professor nennt ihn Ruvik. Was diesen Menschen zugefügt wurde. Diese Falle. Dieses Ungeziefer. Diese Mikroben. Hier ist ein Speicherraum, okay. Sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit einem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Ja, ganz einig sind sich die beiden nicht. Aber ich finde es erschreckend, dass er mit Ruben schon anscheinend Experimente zusammen gemacht hat. Hm. Ja. Also, schönen guten Tag, Jeske, mein Name. Ich habe da was an meinem Backenzahn. Ja, komm so ruhig vorbei. Schnell erledigt. Ach, du haut halt die Fresse da drüben. Mein Kopf. Oh, hör auf darum zu poltern, Mann. Nur weil wir in einem Irrenhaus irgendwie sind, heißt es doch nicht, dass du dich gleich wie ein Irrer aufführen musst. Wer ist der Typ nebenan? Oh, Verzeihung. Es tut mir leid, ich bin irgendwie leicht erkältet. Ja, nebenan ist aber da, Kumpel. Das andere wäre gegenüber. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Wer ist er? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Wer ist der Mann? Weil der Doktor da, der Professor, kann es ja nicht sein. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Diese Welt existiert so lange wie er. Nee, das ist jemand anders. Haben Sie gerade etwas gehört? Nein. Leck mich doch, Schwester. Rutsch mal.
Ich weiß gerade nicht, ob ich irgendwelche Schlüssel habe. Nee, schade. Aha, Moment. Habe ich was zum Mitnehmen? Nee. Doch. Aber er hat doch eben gar nicht nachgeladen, als er nachladen sollte. Oder habe ich mich verdrückt? Ach so. Ja gut, egal. Da ist auch noch was. Das kann man im Moment alles nicht mitnehmen. Gut, aber egal. Ist ja gut zu wissen, dass hier immer noch Reserve ist. So, können wir jetzt hier durch? Nicht, ich muss außen rum. Ich will jetzt mal gucken. Ich glaube, die folgenden Kämpfe werden nicht einfach. Ein bisschen mehr Lebensenergie habe ich ja. Kommen wir auch wenigstens hier durch oder können wir uns gar nicht pimpen? Doch. ...24.800. Wir haben die 25.000 fast voll. Ich möchte jetzt mal wissen, was mir die Stufe gibt. Lebensenergie. 20% mehr. Um den Wirkungsradius Reserve. Ach, Qualenbolzen allgemein. Kann ich mehr mitnehmen? Okay, komm. Wir machen das jetzt voll. Scharfschützenmunition. Und wir erhöhen mal die Qualenbolzen an Menge. Das heißt, ich kann jetzt 3 mitnehmen. Okay. Okay, komm, scheiß auf mehr Lebensenergie. Komm. Die Sprintdauer, bei dem, was ich jetzt so gesehen habe, die Sprintdauer wäre nochmal, ist eher noch ein Ziel. Mit den Spritzen scheinen wir gut zurechtzukommen. Die gibt's immer irgendwo. Und die Magazingröße interessiert mich auch nicht. Mich interessiert die mitzuführende Menge an Munition. So. Notiz aus dem Keller. Im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen. War es Schicksal? War er es? Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Es hat alles zerstört, alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimme von meinem süßen Jungen. Sein Lachen und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Wer ist jetzt Ernesto? Ist es der Vater von Laura und Ruben? Und hat er Ruben weggesperrt in den Keller? Weil er so entstellt ist?
Haben wir es jetzt? Danke. Ich habe genug davon. Okay. Dann hätte ich gerne. Explosivpulse. Gut. Was ist das jetzt? Harpune? Frost. Blend. Oh gut, okay. Schützen wir uns erstmal sowieso. Okay, wo gehen wir hin? Warum habe ich Idiot nicht gespeichert? Jetzt gucke ich nochmal. Ja, von da sind wir hergekommen. Gut. Ach, ich bin doch so eine Vollhonk. Könnt ihr mir das mal sagen, dass ich ein Vollhonk bin? Ich trinke ausnahmsweise mal einen Schluck Cola. Sie wurden erwartet. Oh, von wem denn? Trotzdem speichern? Danke. Ich esse in letzter Zeit so wenig. So komisch. Nimm auch trotzdem nicht ab. Also. Na dann, jetzt aber. Hinein. Mach mal die Lampe an. Hinein. Ins pure Verderben. Ich werd krank, ich sag's ja. Munition nochmal, okay. Das ist gut. Mehr ist hier nicht? Nee. Jetzt, wir gehen jetzt trotz des Geräusches da runter. Na gut, das Geräusch ist weg. Oh! Oh, oh, oh. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Wer macht denn sowas? Eine Alarmlampe oder so? Nee. Oh. Na bitte. Oh, ein Schlüssel. Okay, dafür gehe ich jetzt aber nicht nochmal extra zurück. Sammeln jetzt hier alles ein, was wir kriegen können. Du bist voll? Ja, okay, gut. Mal nehmen. Können wir nehmen. Dich kann man nicht nehmen. Ach, das ist Scharfschütze. Moment, das ist Scharfschütze-Muni. Quatsch. Schrot füllen. Können wir aber nicht aufladen. Schade. Gut. Oh, was bist du denn? Jetzt hätte ich echt gedacht, das Ding schnellt jetzt. Just for fun, einfach mal zurück. Es ist sowieso egal, wo wir hier hinkommen. Dir fehlt der Kopf. Ich mag dich nicht. Oh! Okay, auftreten können wir sie auch nicht. Oh Gott, okay. Da werden Sachen drin gemacht. Von denen möchte ich gar nichts wissen. Kontrollpunkt. Okay.
Wie viel Saft haben wir? 2,9. Nee, lohnt sich nicht zurückzugehen und da was zu pimpen. Ich weiß nicht, ob der noch mal aufsteht. Ich noch mal einen nachsetzen. Gut, jetzt steht er wahrscheinlich nicht mehr auf. Aber irgendwas macht hier trotzdem Geräusche. Ich weiß nicht, was das für eine Art von Falle ist. Okay, der ist wirklich tot. Hat auch nicht mal Saft hinterlassen. Und diese Lichter sind einfach Lichter. Gut, ich sehe mich mal hier ein bisschen um. Noch mehr von diesen Fallen. Okay. Ich glaube, die Geräusche sind hinter den Türen. Mehr. Ah, duck dich! Ich weiß nicht, wo es hier rumgrölt. Wo hier noch Fallen sind. Was ist das hier, so eine Art Karussell? Der wollte da hinten, wollte der doch gerade über so eine Mauer steigen, oder? Ach hier! Ach ja, die nehme ich doch gerne. Ach so. Aber weiter rüber. Komme ich hier nicht. Hier ist nichts. Um genau zu sagen, gar nichts weiter. Okay, dann... Was war das? Was ist das? Scheiß Alarmlampe oder was? Das ist der Wahnsinn. Von da schießt er. Nee, kurz über dem Zaun. So. Nicht mit mir. Das ist doch Alarmdinger. Ich hatte recht.
Noch mehr die schießen? Nee, anscheinend nicht. Oh, Scharfschützenmunde, naja. Oh, aber irgendwas sieht mich. Aber das ist nicht hier. Nein. Ah, da ist eine Leiter. Ich mache hier voll den Kasper, ja? Also waren so blöde um die Ecke guckt. Ganz im Ernst. Dann hat man nichts anderes verdient. Ganz ehrlich. Oh, noch eine übrig. Es tut mir so leid. So. Versuchen wir es jetzt nochmal auf... Nehmen? Was denn? Ach, die Flasche wahrscheinlich. Na gut, nehmen wir die mal mit. Komm. Schadet ja nicht. Dass hier wieder einer rumballert. Es ballert einer rum. Ey, sag mal. Wo? Da. Sag mal. Also. Dass sie einen so böse erwischen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut. Machen wir es nochmal so schön. Der hier eben so schön durchgekommen. Aber irgendetwas hat hier trotzdem den Alarm ausgelöst. Also entweder passiert es sowieso, weil das eigentlich nicht der Sinn der Sache ist, hier so durchzuschlängeln. Ja, weiß man nicht. Wir werden es wohl nie herausfinden. Jetzt finden wir hier eine Harpune. Das ist auch gut. Weil diese ganzen roten Lampen machen nichts. Komme ich da rein? Nee.
Frage. Ne, da passiert nichts. Scheiße, ich brauche Deckung. Das sind die Scharfschützen. Ach, du kommst ja erst noch. Jetzt schlag doch zu, Mann. Gucken von wo? Von da. Da über dem... Die Kante über dem Himmel. Da! Hey. Runter! Ey. Ich glaub's nicht. Ich lass mich auch gleich wieder erschießen, weil es bringt nichts. Jetzt habe ich ihn getroffen. Na toll. X-Kugeln verballert, ja. Weil dieses scheiß Karussell da im Weg ist. Das glaube ich jetzt nicht. Und du findest hier noch nicht mal irgendwo eine Spritze. Ich glaube, hier war nichts mehr, ne? Nee. Scharfschützenmuni finde ich hier, ja. Toll. Super. Wäre schön, wenn ich auch eine Spritze finde. Nach der Scheiße hier. Oh! Du bist ein bisschen dicker. Na? Also... Ach, scheiße. Mein Gott. Ein Werkzeugkasten, sehr gut. Spritze wäre schön. Du hast wenigstens 4 Patronen noch fallen lassen. Du bist doch hin. Ja. Ich wollte gerade sagen. Töte mich! Was ist das, wo ich...
Ja, hier bin ich hochgekommen. Komm. Eine Spritze wäre schon echt super. Eine Batterie. Diese große tragbare Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben. Naja, tragbar. Und Checkpoint. Immerhin. Trotzdem bin ich gleich tot. Scheiß. Aha. Da. Kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe, der liegt. Ja. Der liegt. Trotzdem sieht mich noch irgendjemand anders. Das ist eine Lampe. Er muss ja da drüben irgendwie hochkommen. Okay. Ich weiß nicht, wer mich jetzt noch sehen sollte. Ich war ja jetzt überall. Also schön, dass ich selber auch ein bisschen regeneriert. Gut, wir gehen mal runter. Runter, habe ich gesagt. Runter. Runter, das Gegenteil von hoch. Irgendwo diese. Ah! Okay. Dann haben wir in dem Sinne genug Muni. Oh, cool, und kriegen noch eine Axt. So. Das Problem ist, mit diesem schwingenden. Es tut mir leid. Mit diesem schwingenden Messerchen. Wo muss ich lang? Und haben wir noch mehr Scharfschützen? Ich würde sagen, hier rüber. Ah, okay. Ey! Ach, leck mich doch. Hätte vielleicht um ihn herum in diesen Raum laufen sollen. Okay. Wir sind weiterhin schwer verletzt. Ich lasse das aber, weil es bringt im Moment ja einfach nichts. Das ist ja der Punkt. Ja? So. Sache erledigt. Ja, die Burschen, die hocken da unten irgendwo. Offensichtlich war der Weg aber richtig. Weil, hier war ich? Ja.
offensichtlich war der Weg aber richtig. Weil sonst wären sie mir da nicht entgegengekommen. Gut. Also nochmal. Gucken, ob ich die irgendwie anlocken kann. Mit einer Flasche zum Beispiel. Ich jetzt. Oh. Das warst du jetzt. Ja. Ach nee, der war wirklich tot. Volle Möhre erwischt. Gut. Umso besser. Ja, mit einer Flasche. Komm nicht raus. Weil du einfach ein Vollhonk bist. Irgendwas? Nee? Du. Hey! Von dir war nicht die Rede. Geht es? Ohne dass es mir den Kopf abrasiert? Ja. Gut. Dann wird wahrscheinlich mit viel Glück jetzt hier der Platz irgendwo für die Batterie sein, ne? Ja, ich weiß. Wir sind nicht ganz fit, aber nimm mal die Flasche mit. Das hätte uns jetzt umgebracht. Ich bin auch am Überlegen, ob ich diese Bombe jetzt überhaupt wirklich entschärfen möchte in meinem Zustand. Und ich muss ehrlich gestehen, ich möchte es nicht. Wenn die mich jetzt erwischt, bin ich voll im Arsch. Ja, sehr schön. Jetzt wäre so ein Checkpoint. Oh. Nein. So ein Checkpoint. Echt super. Und eigentlich auch ziemlich fair, weil ich den Weg zum Speicherraum eh nicht mehr zurückfinde. Gucken, ob jetzt hier nochmal Gegner kommen. Die Tür ist da drüben, ne? Ja. Oh. Cool. Hier liegt nichts mehr rum. Nö, dann gehen wir jetzt mal. Gehen wir da rein. Ja, mach zu, das Loch hinter mir.
war jetzt nicht super schwierig. Nee. Kann man auch wieder nicht öffnen. Oh, da liegt Saft. Du stehst wahrscheinlich nicht mehr auf, ne? So wie du aussiehst. Und du auch nicht. Schön. Noch schöner. Das Kartenteil. Ach du Scheiße. Hätte ich fast übersehen. Mir fehlen mit Sicherheit eh welche, aber ich freue mich trotzdem über jedes, das ich dann doch noch finde. So, hier ist nicht mehr. Gab es hier gerade einen Checkpoint? Ich weiß es nicht. Nee! Was ist denn das da unten? Yummy! Also vor dem nächsten Kampf... Jetzt leg doch mal... Leg mal diese dämliche Flasche da weg. Vor dem nächsten Kampf gibt es mit Sicherheit einen Checkpoint. Gehe ich jetzt mal von aus. Weil das Karussell nochmal zu machen, hätte ja damit jetzt nicht wirklich viel zu tun. Sagen wir es mal so. Ja, lass mal nach. Und ich glaube auch die Schotti können wir... Nee. Scharfschützengewehr? Ja. Gut. Es ist nur ein Tuch, was im Wind weht. Streichhölzer? Wenn sie uns Streichhölzer anbieten, werden wir sie auch meistens brauchen. Ein Kontrollpunkt. Ja. Haben wir unser Licht an, weil ich sehe nichts. Sehr. Okay, da kann man nicht hin. Ist auch vielleicht nicht so erstrebenswert. Keep out. Ja, würde ich gerne. Moment. Hier liegt noch Munition und jede Menge Kisten. So. Eine Spritze. Ach ja, jetzt können wir ja 4 sammeln. Okay, da ich aber gerade einen Kontrollpunkt hatte, werde ich die jetzt nicht benutzen. Das, wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Gut, das heißt, wir müssen wohl oder übel durch diese Tür. Hello! Jemand da? Oh. Okay. Ja. Ey, du hast mich getroffen, du Schwein. Bist du so gestorben? Oh. El Speco, erledigen wir mal so. Das geht schneller. Da sind noch mehr, die ich jetzt aber nur höre, die mich nicht sehen. Das ist gut. Da ist noch Sud, den. Nimm mal deinen fetten Körper da weg. Wird
den Sud gerne einsammeln. So. Das Problem ist, ich weiß nicht. Da ist was Blaues. Das werden wir brauchen. Ist das ein Raum? Nee. Ich habe voll zerfleddert. Eigentlich, ich habe die Schnür nicht gesehen. Ich habe sie wirklich und wahrhaftig nicht gesehen. Gut, insofern, ich kann jetzt 4 mitleben, mein Gott, vorher mit 3 gelebt. Heimsen wir uns die jetzt doch mal ein. Öffne die Tür mal leise. Wobei ich die wahrscheinlich... Genau, einmal so. Und nochmal in deine hässliche Rübe. Dann nehmen wir die Shotgun. Aber jetzt kam, glaube ich, einer mit Waffe. Genau. Und ich nehme mal gleich so nochmal mit. Bist du umgefallen? Nee, noch nicht. Mir fehlt der Dicke noch. Ja, komm. Komm her. Komm. Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich leider einmal verschossen. Das war blöd. Okay. Aber einmal ist keinmal. Ich muss hier echt aufpassen. Die haben hier überall diese Drecksfallen. Aber die Falle eben war hardcore. Also. Stehst du auf? Ja. Oh, scheiße, falsche Taste. Ja, ich verbrenne dich noch. Hey, komm her. Ja, ja. Ah, du warst aber eben nicht da, meiner Meinung nach, ne? So. Da ist die Falle. Als ich durch dieses Loch gekrabbelt bin. So ein Scheiß. Okay. Das haben wir erledigt. Granaten? Oh, haben wir voll. Okay. So. Na, nehmen Sie mit, komm. Genau, so. Da ist die nächste Batterie. Und die nächste Bombe. Ich hoffe, mich sieht jetzt hier keiner.
musst wirklich den absolut richtigen Moment abpassen. So, die habe ich entschärft, da war nichts mehr. Das ist der Raum. Gut, jetzt, ich weiß bloß noch nicht, wohin. Mit meiner... Ach so. Unten an der Tür wahrscheinlich, ne? Würde ich mal sagen. Was ist das hier? Nichts versteckt? Lebe der Kontrollpunkt. Hier ist so komisches Licht. Gehst du auf? Nee. Ich muss ja meine Falle? Nee. Das sieht alles nicht gut und gesund aus. Ich wüsste jetzt gerne mal, wo ich mit meiner komischen Batterie hin muss. Wo ich die einsetzen muss. Oder hätte ich die jetzt erst zurückbringen müssen? Geh jetzt mal zurück. Oh, guck mal. Da liegt noch ein gut versteckter Sud. So. War jetzt die zweite Batterie hier irgendwo? Oder eine Granate? Ist die entschärft? Ja. Jetzt bin ich wieder hier. Also ich kann in dem Sinne nicht. Nicht zurück. Ich bin jetzt hier. Na gut. Wie wär's dann mit dem Kontrollpunkt? Hallo? Spiel? Jetzt legen wir die nächste Flasche da. Also ganz ehrlich, das ist mir jetzt echt zu heikel hier und zu laut. Also ich kann da lang. Ich kann... Hier lang. Kontrollpunkt. Okay. Okay. Würde ich mal sagen, noch rechtzeitig. Ah! Ah! Rechtzeitig reagiert, ey. Das Tor auf, ja. Das ist toll. Halt, 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 halt. Nein, nein, nein. Davon war jetzt nicht die Rede.
Da lass mir wenigstens irgendwas. Nicht, du Arsch. Nicht die Flasche, Mann. Du sollst das Ding einsammeln. Die Flasche weg. Scharfschützenmuni ist gut. Ich habe irgendwie so ein bisschen... Kommt ihr da rausgefahren? Nee. Scheiße. Falsche Waffe. Egal. Ach du Scheiße. Wo bist du? Wo bist du? Da. Ich würde gerne, ja. Ich würde gerne mal Munition auswählen. Beweg dich. Bewege dich. Mach deine scheiß Lampe an. Meine Fresse, ey. Mein Gott. Das ist eigentlich ganz schlecht, aber... Oh, er lebt noch. Oh. Du mit deinen Drecksbolzen, ey. Wenn ich vorher das einlege, dann möchte ich das bitte auch so haben. Habe ich noch, okay. Gar nicht geguckt, wie viel der ist. Achso, ich kann durch die Tür da. Zu der ich wie hinkomme. Na, hier lang nicht mehr. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht so ein zweites Exemplar noch. Herkam, ey. Ach, der fährt jetzt hoch. Ah ja. Mhm. Ja. Reizendes Ambiente. Oh, hier will ich gern wohnen. Falls... Ich hab's gewusst. Fahrt ihr zurück? Da hinten liegt was.
Ich gehe mal davon aus, wenn da hinten was liegt. Das ist eine Treppe, okay. Dass die Dinger nicht zurückfahren werden. Weil das würdest du ja sonst in der Zeit so gar nicht schaffen. Guck mal. Nur einer zwischengeklemmt. So, in allen anderen Räumen waren wir. Checkpoint? Ein Checkpoint wäre super. Da unten knallt's und kracht's und voll. Ey, wenn man das immer wüsste, ja, würde man keine herstellen. Okay. Munition können wir uns ja nun nicht so beschweren. Hier ist nichts. Sehen tut mich anscheinend auch keiner. Das heißt, ich kann hier in Ruhe rumrandalieren. Ich liebe die Explosivbolzen, allerdings ist es halt immer kacke, wenn du zu dicht dran stehst. Manchmal rettet dir das einfach trotzdem das Leben. War ich nicht. Ich habe jetzt noch 3 Spritzen. Ich habe ja auch keine anderen mehr gefunden. Gut. Dann hinein. In dieses Loch. Was ist das für ein Ort? Wie? Krauchen da auch noch mehr von diesen Viechern rum? Sah einem so aus. Ich meine, so schwierig waren sie jetzt nicht zu töten. Aber ich habe natürlich keinen Bock. Meine ganz 4, toll. 4-mal Schrotmunition. Ich meine. Scharfschützenmunition. Ein Kartenteil, ja, das ist schön. Checkpoint! Untersuchen. Also reinspringen ist für mich jetzt nicht untersuchen. Und irgendetwas hat mich auch schon gesehen. Ja, geil. Gab es jetzt hier gerade einen Checkpoint? Ich glaube ja. Der sich um. Ich hoffe, der Große hat mich nicht gesehen. Nein, hat er nicht. Wahnsinn. Er scheint auch gerade wegzugehen. Ja. Das heißt, ich kann hier kurz rumrandalieren in der Zeit. Wenn ich wüsste, was der macht, wäre mir viel lieber. Oh. Ein Gläschen Sud. So. Ist noch einer von den Lakaien hier? Oder nur noch Elschbecko. So,
ich mich mit dem anlegen? Na, wenn dann jetzt. Zweiter! Okay. Drei. Ich wusste es. Waren die nur zu zweit oder kommt noch einer? Wie viel geben die? 3000 immerhin. Steh auf. Weißt du was? Bevor ich, die hätte ich natürlich nutzen können. Bevor ich aber so dumm bin und daran nicht denke, weil ich vielleicht nochmal zurück muss, ja? Was machen die denn hier für Ekligkeiten? Was ist denn das, eine Bombe? Oder ist das ein Licht? Achso, nee, das ist mein Pfeil. Den kann ich wieder einsammeln. Das ist schön. Hätte mit Harpunenbolzen schießen sollen. Ah, okay, komm. War auch mit Munition belohnt. Okay, die beiden. Das war fies, ey, dass der zweite noch um die Ecke kam. So. Alles absuchen. So. Dann betätigen wir dieses Rad und hoffen. Oh, dass jetzt keiner mehr kommt. Offensichtlich nicht. Nochmal! Komm! Schaffen wir! Kontrollpunkt. Kann sein, dass ich davon was verschossen habe. Okay, ist das, ja. Das ist ein und derselbe Raum. Das ist nur ein Durchgang. Was passiert, wenn ich jetzt an diesem verdächtig aussehenden Hebel ziehe? Das ist ja erst 6. Ist das ein Stück hochgegangen? Ich glaub's doch nicht. Du meinst, es passt, ja? Na gut. Oh, nee. Da ist wieder ein Tor. Da wird wieder irgendwas Ekliges rauskommen.
Hier kriegen wir erstmal Munde. Und dürfen auch noch in Ruhe Kisten zerstören. Okay. Das ist ein Hebel. Und wir ziehen ihn. Ein langer Gang. Und was ist hier? Hä? Ach so! Wir hätten auch andersrum gehen können. Was mich zu der Annahme verführt. Wenn ich jetzt zurückfinde. Wo ging es jetzt hier raus? Dass ich diesen Gang leider nehmen muss. Gut. Von wo war ich denn jetzt hier reingekommen? Moment. Hier war die Falle, ja. Okay, oh, einen Schockbolzen kann ich jetzt einsammeln. Ha! Ja. Granate nicht. Ja. Ich muss diesen Gang nehmen. Oh, what's that? Nein, da ist eine Maria. Die bringen mich doch nicht wirklich um, oder? Komm. Ich hatte einen Safe Point, ich habe eh wenig Leben. Ja, zurück, zurück, zurück. Komm, den schaffen wir auch noch. Knapp, aber geschafft. Gut. Wir gehen jetzt diesen hässlich langen Gang da runter. Ich würde gerne meine Harpune jetzt mal mit einem Schockding bestücken. Das wäre cool. Ja, da unten war ich. Wollen wir nicht übers Licht auslassen? Meine Fresse. Oh, ja, immer noch mal umdrehen. Nee. Gott, ey. Arschlochklinik. Nee, die auch nicht. Hä? Was ist los? Wer randaliert hier? Oh, ist ein Safe Room. Insofern bin ich einigermaßen entspannt. Das sollte jetzt, glaube ich, nur so ein kleiner Schockmoment sein. Will ich öffnen? Nee. Kontrollpunkt. Ob hier noch was rumliegt, bevor wir reingehen. Oh, mir ist mein Safe rum. Oh, Gott sei Dank. Oh, was zu lesen?
Tagebuchs von Sebastian Castellanos, 27. Februar 2012. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen, das gehört zum Beruf, den ich gewählt habe. Und es war nie leicht. Aber das war nichts verglichen mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1 Million Mal mein Leben geben, um es zu verhindern. Aber ich kann es nicht. Ich fühle mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinabließen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Kann ich verstehen. Ich mache mir Sorgen um Myra. Der Verlust hat sie schwer getroffen und ihr Umgang damit ist nervenzermürbend. Sie will allein sein, bleibt die ganze Nacht über wach. Sagt, sie arbeite, um nicht an das Unglück denken zu müssen. Aber sie scheint sich immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert, wenn ein Paar ein Kind verliert. Und hoffe, dass wir stark genug sind, dass es nicht so weit kommt. Ja. Ja, dann Rinder. Ey, wie lang ist denn dieses Kapitel schon wieder? Ey, das könnte eigentlich Kapitelende sein, oder? Reicht. Ein psychopathischer Nachbar mir irgendwas zu sagen? Nee. Warum lasst ihr meine Tür eigentlich immer offen? Muss ich ausgeraubt werden, oder was? Ganz Irren hier. Haben Sie etwas vergessen? Ja, meine Tageszeitung. Aber gibt ja nichts Neues. Die Bilder sind ja hier auch so ein bisschen. Was ist das eigentlich? Jemand vermisst? Ja. Vermisst Patrick Higgins, Anwalt der Familie Victoriano, wurde zuletzt bei einem Treffen mit einem mutmaßlichen Klienten gesehen. So, jetzt machen wir es richtig. Jetzt erst da hinten. Jetzt bricht doch nicht gleich zusammen, weil mal die Tür ein bisschen schwerer ist. So. Ach so, na egal. Saft? Nein! Jetzt hätte ich gerne... Oh, wir können aber die, die Patronen kann man mitnehmen. Dann bleiben sogar noch welche übrig. Oh, hatte ich nicht oben auch was geöffnet? Ah, doch, ich habe ja noch einen Schlüssel. Komm, nehmen wir den. Hatte ich 2 Schlüssel? Okay, ja, Patronen, die sind wir jetzt voll. Das war auch voll. Ja, okay. Jetzt hier wieder durch. Ja! Wow! Liegt hier eigentlich was rum? Habe ich noch nie geguckt. Aber ein Kartenfragment. Cool. Das war cool jetzt. Okay. 27.000. Schadensmultiplikator. Ich könnte jetzt echt meine Lebensstufe auf voll bringen. Jetzt mache ich's. Dafür brauche ich nochmal 20.000. Die kriegen wir zusammen. Feuerrate. Ich nehme die ja sehr, sehr oft.
Was ist denn hier mit kritisch? Genauigkeit. Okay. Das ist natürlich so ein One-Hit-Wonder, ne, bei solchen Gegnern. Da hilft dir vielleicht Sprinten sogar mehr, aber das war mir jetzt ehrlich gesagt wurscht. Oh! Haus abgebrannt. Tochter vom Polizeibeamten unter Opfern. In dem abgebrannten Haus wurden die Überreste von Lily Castellanos 5 und ihrem Kindermädchen Juanita Flores, 56, gefunden. Beide Eltern des verstorbenen Kindes arbeiten für das Crimson City Police Department, waren zum Zeitpunkt des Feuers im Dienst. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Ach, hier liegt jetzt sowas rum. Okay. So. Wisst ihr was, wenn ich jetzt gerade schon mal hier bin, mache ich einfach mal eine kurze Pause. So. Hatten wir jetzt schon gespeichert? Ich weiß es nicht. Nee, den Wächter kann ich überspeichern. So. War ja ein bisschen tricky teilweise, aber gut. Volle Lebensenergie. Wir haben noch 3 Spritzen. Was mich wirklich nochmal interessiert, ist, eine große eiserne Tür. Mach doch mal dein Licht an, du Horst. Geht's nochmal hier zurück? Nee, von hier sind wir doch gekommen, oder? Ach ja, gut, von hier sind wir gekommen. Also insofern. Worauf treffen wir jetzt? Ich mag diese großen eisernen Türen nicht. Na gut. Können wir dich öffnen? Bestimmt, ne? Nein, kannst du nicht einfach... Oh! What's that? Es wird immer gemütlicher. Also sollte ich irgendwann nochmal umbauen, dann wird mein Haus genau so aussehen. So und nicht anders. Oh ne! Laura. Ich weiß nicht, bleibt die da drin? Hm. Was ist mit diesem Knopf hier? Nichts. Ist auch sonst nichts. Gibt's hier was? Nee, gähnende Leere. Ah. Guten Tag. Oh, guck mal, ein Stromkabel. Ich hätte das dringende Bedürfnis, dieses Stromkabel jetzt an diesem Käfig zu halten. Hier das Drama ansehen. So. Okay. Hier ist nichts. Außer nichts. Also gehen wir jetzt die Treppe runter. Wie sind wir denn ausgestattet? Sind wir voll? Ja. Und hier habe ich den... Nee, was soll denn das immer?
Nehmen wir den Harpunenbolzen. Okay. Sie kraucht da rum. Dann lasse ich sie mal rumkrauchen. Betätige wohl diesen Hebel. Oh! Ah! Warum reißt sie denn nicht gleich ein Loch in den Zaun? Durch! 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 Steh auf! Sie könnte doch gleich ein Loch in den Zaun reißen. Ja, ruhig. Ruhig, Brauner. So. Ah, nein, nein, nein. Ich lasse den Saft da stehen. Oh, Scheiße. Wo soll ich denn hin? Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das eine Zelle ist. Dieses Kapitel ist elendig lang, ey. Was denn jetzt? Hä? Was? Nein! Ich möchte da starten, wo ich zuletzt war. Ah, danke. Ach so, ich stehe im Safe Room. Gut, also das war eine Zelle. Da sollten wir nicht reinrennen. Gut, zumindest wissen wir jetzt schon mal, dass es da nichts gibt. Also brauchen wir auch nichts suchen. Also rein da. So, Laura, Mäuschen. Da hilft mir natürlich jetzt auch meine volle Lebensanzeige gar nichts, weil... So, runter da. Hebel umlegen. Hier durch. Hier durch. Okay. Wo muss ich hin? Ah. Lauf. Ah, hier. Hier ist ein Gang. Okay, okay, okay. Gut, ja. Ja, mach zu! Mach zu! Nimm die Griffel da raus, Mann! Mein Gott! Geh mal zur Maniküre, ey. Kann nicht sein. So. Schauen wir mal kurz. Was haben wir denn hier? Was könnte denn bei ihr von Vorteil sein? Kältebolzen? Weiß ich nicht, ob das bei ihr was bringt. Harpunenbolzen haben wir. Explosivbolzen haben wir auch. Und wir haben 4 von 4 Spritzen. Ich muss die Sprintdauer unbedingt noch erhöhen. Aber wir haben jetzt erstmal alles gemacht, was sinnvoll war. Wirklich, ich so eine geile, volle Lebensanzeige. Oh, wir können nicht zurück. Ich wollte den Saft noch einsammeln. Schade. Okay. Weiter geht's. Sieht ja alles genauso vertrauenserweckend aus. Oh, hier kann man noch sammeln. Und die Anzahl der Streichhölzer sollte ich vielleicht mal erhöhen. Ich habe 15, allerdings habe ich bis jetzt auch nicht mehr gebraucht, ganz ehrlich. Und an den Stellen, wo du Streichhölzer brauchst,
kriegst du auch immer welche. Bevor wir jetzt... Zieh an diesem Hebel. Egal, was er tut. Du machst, was der, macht der das Feuer weg, oder? Ich komme... Oh, Safti! Ich komme nicht ran. Wie komme ich denn da hin? Kontrollpunkt, ja. Ich liebe dich. Ach, hier rum. Mach doch mal deine Scheißlampe an. Ich komme da nicht rüber. Wie Munition voll. Na gut. Was ist das hier? Ah, okay. Jetzt gehen wir hier durch. Oh, da kommt die Frau schon wieder. Ignorieren wir. Wir ignorieren die Bombe. Die ignorieren wir auch. So. Wo ist die Krücke? Oh, die hat sich gerade verbrannt. Das ist gut. Wobei auch immer. Nein, Schätzchen, nein. Und hoch die Leiter. Wo? Hier durch? Okay, hier durch. Schaff es, komm! Nein, lauf! Ah ja, okay. Es wäre ganz cool, wenn sie jetzt... Nein, nicht so schnell! Mäuschen, nicht so schnell. Oh nee! Nein! Lauf doch, Junge, lauf! Okay, wir können weiter. Aber hinter mir ist zu. Okay. Wo? Okay, komm. Ah, schieb die Stahltür mit deinen bloßen Händen auf. Oh nee, jetzt geht's hier weiter. Gut, dann muss er echt warten, bis er komplett auf der anderen Seite ist.
oder sie gerade in der Leiche verbrannt hast, weil ansonsten du das zu knapp. Ah, wir dürfen hier anfangen. Man hört ja immer, wenn sie sich gerade beeilt. Ey, das war fies! Das war der richtige Moment. Die Frage ist, wo ich jetzt hin muss. Wir laden mal nach. Nein. Das Tor ist noch zu. Das war's also noch nicht. Da brennt es immer noch drin. Na komm, hier lang. Nee, hier ist es nicht. Scheiße. Nichts. Da. Ja, komm, komm, komm. Jetzt. Nee. Scheiße. Ja, jetzt fange ich an zu verschnaufen, Kumpel. Irgendwas fehlt noch. Nein, 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 nein. Irgendwas fehlt noch. Wo? Nein, scheiße. Geh vorbei, geh vorbei. Ich habe irgendetwas. Nein, der ist es nicht. Andere Seite. Ich höre nichts. Was? Andere Seite. Nein, vergiss es. Gut, jetzt muss ich warten, bis da drüben. Sind wir vorsichtshalber. Von wo kommt sie? Da. Mach hinne! Nein! Also es hilft wirklich, wenn sie nah ist, ein Streichholz zu werfen. Okay, ich habe es einfach nicht gesehen. Passiert. Das ist fies.
Ach Mist, hätte ich mal die Leiche verbrannt, da kam sie nämlich gerade raus. Na gut. Ja, komm. Dann folg mir mal. Nein! Sie spawnt halt auch, ne? Zwischendurch so. Husch, husch, husch. Kannst dich nicht immer darauf verlassen, wo die Sau gerade ist. Dann gehst du da lang. Gut. Das ist gut. Weil dann kann ich nämlich den schon mal mitnehmen. Ey. Willst du es machen? Das ist dein Spiel. Was? Das ist dein Spiel. Ich erwarte Grinsen und Kopfschütteln nur von Menschen, die es besser können. Solange ich nicht mehr Versuche brauche als der liebe Gronkh, bin ich noch beruhigt. Ich hasse es, wenn sie das tut. Ja, ja. Nein! Du wirst doch nicht in meine Richtung kommen. So, ich muss hier rein. Ich weiß nicht, ob ich sie mit einem Frostpfeil aufhalten kann. Ob sie sich dafür irgendwie groß interessiert. Okay, super. Sie brennt. Das war schon mal gut. So. Frage, was machen wir hier unten? Okay, ich habe sie einmal erwischt. Nein! Oh, diese Drecksbombe. Steh auf! Da ist ein Hebel. Na, wenn ich wüsste, was ich hier unten tun muss. Wo soll ich hin? Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay. Nein! Ach, das ist ein Hebel. Scheiße. Steh auf. Nein! Ja, einmal. Haben wir sie jetzt offiziell verbrannt. Aber hier ist nichts. Lauf! Da ist nur dieser Scheißhebel. Da ist noch einer. Das hilft mir jetzt ungemein. Wo ist denn diese scheiß Bombe, ey? Jetzt. Ja, toll. Wie soll ich denn jetzt zum Hebel kommen? Das ist eine super Lösung. Geil. Halt die Fresse. Wo ist sie? Ja, greif auch nicht danach. Wozu auch? Die Krücke. Ach, da hinten.
Ja, komm. Das hast du dir so gedacht. Du Mistding. Nein, 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 nein. Vergiss es. So. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, komm her. Okay, wo ist der andere Hebel? Rechts, weiter, ganz rechts. Ja, da. Da ist er. Klar. So, wo ist jetzt der Hebel? Jetzt dreh ich mal rum. Da ist er runter rein. Siehst du den? Ja. Kommt das Feuer raus? Ja, das hatte ich schon. Genau, das meine ich. Die Bombe ist an dem Hebel. Genau das. Oh, jetzt ist die Bombe weg, okay. Okay, das ist meine Chance, Lebt sie, zieh ihn jetzt! Nein! Lauf, egal wohin. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt tun muss. Ich kann da nicht mehr durch. Au, hier ist ein Gang. Oh mein Gott, hier ist ein Gang. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Sehen, ich bin noch einigermaßen beruhigt. Ich habe gar nicht gesehen, dass da irgendwo eine scheiß Tür ist. Das Problem ist, die von dir abzuhalten, wenn du diesen Hebel ziehst. Da diese Drecksbombe aber an dem Hebel ist und du dich eben dann nicht regenerierst. Es ist so abartig, echt, wirklich. Also das Feuertor dazu öffnen bringt mir noch nicht mal unbedingt was hinten an der Wand. Für wen hältst du dich? Nur, dass ich da nicht, ich auch nicht mehr vorbei kann. Oh! Sebastian. Ruben! Warum auch immer du Rubik heißt, weil dich nennst, genannt wirst. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Weiß ich doch nicht. Joseph konnte es nicht. Wo ist Joseph? Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Ist er doch mal traurig wegen deiner Schwester? Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Sind wir jetzt er? Also, wenn er sagt, er wird uns benutzen? Oh nee, lass es doch jetzt bitte. Bitte lass es doch zu Ende sein. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ihr werdet dieses Spiel noch auf CD. Ich hätte die CD genommen und hätte sie zerdrückt. Echt. Ja, Spiel mit deiner Waffe. Besser als mit was anderem, weil dafür haben wir die Zeit nicht. Wie sieht's denn aus überhaupt? 40 Schuss. 2. Okay, gut, egal. Komm. So schlecht stehen wir gar nicht da. Oh nee, nicht schon wieder hier. Scheiße. Ja. Schon wieder hier. Du sagst es. Scheiße. Ich denke aber nicht, da die Tür da so verlockend offen steht. Oh, ein Kartenfragment. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand das Kartenfragment. Die sind zu. Das Kartenfragment hinter unserem Pimpstuhl aufgehoben hat. So, die großen Vasen brauchen wir nicht zerschlagen, da ist nie was drin. Okay. Wo kommen wir hin? Was passiert? Kapitelende wäre jetzt geil. Einfach jetzt mal
So, ne? Kapitel vorbei. Bitte. Ich bin froh. Geht da eigentlich noch mehr Lebensanzeige oder habe ich jetzt alles? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es geht einmal rund, ne? Nee, rund geht's auf keinen Fall. Oder fast drei Viertel. So, hier liegt noch, hier sind die Blutreste von seinen komischen Experiments. Was ist das hier? Da leuchtet was. Ein Kerzchen. Achso, können wir Lichter machen. Und du. So. Jetzt fühle ich mich besser. Schreibt einer auf der Tastatur. Das klingt es so. Ah! Wie heißt er? Dark. Hab schon vergessen. Leslie. Was zur Hölle soll das werden? Ich finde es interessant, dass der Doktor schon mit Ruhm zu tun hatte. Ich habe für sowas keine Zeit. So wie auch bei ihm Leslie in Behandlung ist. Ich weiß jetzt nicht, ob der gut oder böse ist oder auch einfach durchdreht. Oder ob er nur Einbildung ist er nicht. Wir haben ihn ja aus der Klinik gerettet. Zusammen mit Leslie. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Wundervoll. Und was hat das mit all dem hier zu tun? Es ist unser Weg raus, Detective. Unser einziger Weg zurück. Dieses Geräusch! Nein, es funktioniert. Kommen wir jetzt hier raus? Oh ja, das sieht jetzt ja relativ modern aus, ne? So neuzeitmäßig. Gott sei Dank, es funktioniert. Aber eigentlich bin ich ja jetzt vor ihr nur geflüchtet. Ich habe gar keinen Saft gekriegt. Das ist eine Frechheit. Leslie, alles okay? Sollte doch. Oh, es hat wohl doch nicht geklappt. Hat es nicht. Oh nee, nicht du schon wieder. Wir haben schon mal Bekanntschaft gemacht. Du bist einfach nur eklig. Hast du dich mal im Spiegel angesehen? Das ist es. Deshalb. Doktor, weg! Oh, streichel es doch. Er will dasselbe wie wir. Er will raus. Ja. Hat man schön, die sich vor... Nein, das ist ein Kontrollpunkt. Ich will keinen Kontrollpunkt. Ich will, dass die Scheiße aufhört. Ich bin jetzt hier schon Stunden unterwegs. Ich möchte einfach nicht mehr. Aber wir geben noch nicht auf. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Guck mal, da gibt's erstmal 1000 Saft. Das ist schön. Ah! Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Ja. Hör mir zu, verdammt. Ja, wo bist du denn? Das ist der Safe Room? Wo ist denn die Type? Ja, Moment. Warte mal, hier ist mein Raum, dann, hier ist mein Raum, dann ist er hier. Wer ist er? Uwig ist jetzt wohl ziemlich sauer. Ein Stem-Terminal zerstören? Aber er trägt eine Krawatte. Ich dachte, dass er so weit geht. Hä? Stem? Er muss dicht dran sein, wenn er die Verbindung zur Vergangenheit kappt. Alles, was ihm bleibt, ist die Verbindung zum gegenwärtigen, ursprünglichen Stem in der Klinik. Klinik? Beacon-Nervenklinik? Ja. Dort wird er sein. Er wartet auf ihn. Wenn ihn nicht jemand zuvorkommt, kommt niemand jemals wieder hier raus.
Wer ist der Typ? An ihnen haftet der Geruch von Blut. Ja, jede Menge. Wer wird denn diesmal vermisst? Ach, ist ja interessant. Marcelo, Dr. Marcelo Jimenez, Personalchef der Beacon Nervenklinik, wurde zuletzt in einem Büro gesehen, wo er mehrere Telefonate führte. Okay. Eine neue Zeitung? Ja. Unregelmäßigkeiten in Klinik. Überprüfung deckt Unregelmäßigkeiten in Klinik, in Nervenklinik auf. Situation komplizierter als gedacht. Interne Prüfung in der Beacon Nervenklinik stellt fest, dass Patienten fehlen. Personalchef Marcelo Jimenez nennt Verwaltungsfehler als Grund. Also hat er doch anscheinend öfter schon mal ein paar Patienten so verschwinden lassen? Oder wie soll man das nennen? Haben wir einen Schlüssel gefunden? Nee. Aber wir können vielleicht... Ey, das mit dieser Leertaste. Okay, die sind dann leer. Kann man hier was mitnehmen? Nein. Nee, aber davon habe ich auch eigentlich ja nichts. Den kann man mitnehmen. Habe ich den benutzt? Nee, da unten, das würde ich gerne, mitnehmen. Ja, ne. So. Okay. Schlüssel haben wir nicht, ein paar Türen haben wir auch noch zur Verfügung. Gut. Naja, dafür werden wir jetzt nicht viel kriegen. Nackenschaden, Spritzenwirkung, nein. Waffen wäre für mich hier der Schadensmultiplikator. Da brauchen wir 20.000. Hier auch. Nachladegeschwindigkeit. Reserven. Habe ich abgeschlossen. Da fehlt mir nur noch eine Stufe. Da fehlt mir auch nur noch eine Stufe. Wahnsinn. Qualenbolzen. Granaten könnte ich erhöhen. So oft. Hier. Wird erhöht. Wie wirkt sich das schon bei vielen Gegnern? Nehme ich auch nicht so oft. Nee, komm. Halt, Moment. Entschuldigung, ich muss mich nochmal setzen. Ich muss jetzt mal wissen, was die Sprintdauer kostet. Das interessiert mich jetzt mal. Würde mich jetzt kosten 9.000 nochmal. Okay. Gut. Okay. Prinzessin, lass mich mal speichern. Neuen Speicherstand. Also einen alten überschreiben. So. Es ist immer noch Kapitel 10. Ich kann es nicht fassen. Und was ich gesagt habe, es geht wieder runter. Es geht immer nur runter.
Da ist ja das Fundi. Ja, ja. Du bist sicher, dass ich hier hoch kann, ja? Das ist kein schlechter Scherz oder so. Okay. Achso, ich bin jetzt in einem anderen Raum. Ah ja, okay. Wir sollen jetzt wieder hier runter. Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendwas versteckt? Eine Maria? Ein Kartenfragment? Irgendwas? Nee. Nee. Na dann. Also ich traue dem Ganzen ja nicht, aber gut. Was habe ich gerade gesagt? Könnte ich jetzt hier hoch? Ich meine, ich bin ja nicht lebensmüde, ne? Aber... Nee, er steht hier auch gar nicht auf. Ist sie bescheuert am Rechter? So. Der Hund. Ich nenne das mal Hund. Also... Das ist ja kein Hund, das ist ein... Ein hässliches Etwas. Aber... Exit. Nö. Nö. Ich möchte hier nicht raus. Verdammt! Ja, nun laufen Sie, junger Mann! Oh. Steh auf! Steh auf und lauf! Kontrollpunkt. Okay, ich stehe hier gerade relativ trocken und sicher. Und werde dieses Spiel jetzt an dieser Stelle beenden, weil ich kann nicht mehr. Dieses Kapitel ist so übelst lang. Ich brauche jetzt mal viel Pause. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bye, bye.